Wir schauen jetzt direkt nach Brüssel. Dort ist mein Kollege Klaus Weber. Die Kanzlerin soll jeden Moment in Brüssel eintreffen. Ist sie schon eingetroffen? Also wir schauen hier auch gebannt auf den Monitor, der hier im Ratsgebäude aufgebaut ist. Es sind genau zwei Stück, wo man verfolgen kann, wer denn alles so eintrifft. In den letzten Minuten sind verschiedene Staats- und Regierungschefs gekommen, aber Angela Merkel war noch nicht dabei. Für 14.50 Uhr war sie eigentlich angekündigt, aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Minuten dauern. Kann man ja auch verstehen bei dem Verhandlungsmarathon, den sie gerade hinter sich hat, dass es ein bisschen später wird. Wir haben gerade auch von EU-Ratspräsident Donald Tusk gehört, dass dieser Gipfel unter einem sehr großen, unter einem sehr großen Druck steht, weil es so viele Herausforderungen auch gibt. Wie wird man wahrscheinlich in Brüssel auch die Entscheidung und die Einigung von Minsk bewerten? Das ist das Hauptziel oder die Hauptaufgabe dieses Gipfels, diese Einigung, wie man sie denn nennen mag, am Ende zu bewerten, eine gewisse Lesart herauszuarbeiten. Wir haben ja schon diverse Meinungen gehört. Donald Tusk bemüht sich ja auch schon, haben wir eben gehört, der EU-Ratspräsident. Dann haben wir heute Morgen eine Bewertung von François Hollande gehört, der gesagt hat, das war ein großer Tag für die europäische Außenpolitik, also der schon reichlich euphorisch damit umgeht. Die Kanzlerin ist ein wenig zurückhaltender. Sie sieht nur gute Momente, ich höre gerade, die Kanzlerin kommt. Wir hören mal rein, ob sie was sagt. Ukraine eine Rolle. Der ukrainische Präsident wird heute auch zu Gast im Europäischen Rat sein. Ich habe in Minsk schon die Ergebnisse kommentiert. Ich will noch mal sagen, es ist ein Hoffnungsschimmer, nicht mehr und nicht weniger. Diesen versuchen wir zu nutzen, aber es ist jetzt wichtig, dass den Worten Taten folgen. Wir werden uns dann mit der Bekämpfung des Terrorismus beschäftigen. Ich glaube, dass das Europäische Parlament gestern einen wichtigen Beschluss gefasst hat bezüglich der Fluggastdaten. Und natürlich wird der französische Präsident uns im Lichte auch der schrecklichen Ereignisse in Paris noch einmal Bericht erstatten. Und dann wird sicherlich auch das Thema Griechenland eine Rolle spielen, wenn auch nur am Rande. Aber der neue griechische Kollege, ich freue mich, ihn zu begrüßen, ist ja heute zum ersten Mal dabei. Und dazu will ich nur sagen, dass Europa immer darauf ausgerichtet ist und das ist auch der Erfolg Europas, einen Kompromiss zu finden. Kompromisse geht man dann ein, wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und Deutschland ist dazu bereit. Allerdings muss man auch sagen, dass Europas Glaubwürdigkeit natürlich auch darauf beruht, dass wir Regeln einhalten und dass wir verlässlich zueinander sind. Und wir werden jetzt schauen, welche Vorschläge die griechische Regierung macht. Das wird dann im Rahmen der Finanzminister, das nächste Mal ja auch am Montag, zu besprechen sein. Noch haben wir ja ein paar Tage Zeit und deshalb freue ich mich heute erstmal auf die erste Begegnung. Dankeschön. Ja, soweit die Kanzlerin bei den sogenannten Doorsteps, wie wir sie nennen, unten bei den Kollegen am Eingang im Hof. Sie sagt also ein Hoffnungsschimmer, mehr nicht, das Ukraine-Ergebnis. Wie gesagt, es wird auf die Lesart ankommen am Ende, die der Gipfel hier dann herausgibt, hoffentlich auch gemeinsam und niemanden, der ausschert. Und dann werden die weiteren Maßnahmen Ukraine und Russland betreffend ergriffen werden. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Ukraine. Es geht ja auch unter anderem um die Sicherung der Finanzierung der Ukraine. IWF-Chefin Lagarde hatte ja schon noch mal unterstrichen, dass es jetzt Hilfsmaßnahmen geben wird in Höhe von 15,5 Milliarden Euro. Und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hatte noch mal auch einen Appell an die EU-Staaten gestartet, gesagt, das Land müsste jetzt unterstützt werden. Auch da wird wahrscheinlich dann drüber gesprochen werden müssen. Also möglicherweise ist das ein Teil der Beratungen nachher. Bislang ist da noch nichts durchgesickert. Das Programm, das Frau Lagarde dieser Tage vorgestellt hat, ist 40 Milliarden insgesamt schwer. Da geht es natürlich auch um Verhandlungen mit Gläubigern, die geführt werden sollen, die Ukraine hat, mit Erleichterungen gegenüber den Gläubigern. Also das wird alles möglicherweise heute auch noch besprochen werden. Martin Schulz wird in circa einer Stunde eine Pressekonferenz hier abhalten. Vielleicht wird er dann nochmal einen Appell an die Staats- und Regierungschefs richten, der Ukraine auch finanziell unter die Arme zu greifen. Aber bislang ist davon nichts bekannt. Ganz kurz noch zum Schluss, Klaus Weber. Finanzierung ist auch ein Thema für Griechenland. Die Kanzlerin hat es gerade gesagt. Wenn die Finanzierung für Griechenland nicht gewährleistet wird in den nächsten zwei Wochen, wie eng wird es dann fürs Land?
Sehr eng, muss man sagen. Also Griechenland hat Verpflichtungen. 21 Milliarden müssen dieses Jahr zurückgezahlt werden. Allen voran an den IWF, den eben erwähnten, und auch an die Europäische Zentralbank. 7 Milliarden sind das. Und Ende Februar ist dann möglicherweise kein Geld mehr da. Also da muss schnell eine Lösung her. Die Kanzlerin hat es ja eben auch gesagt. Aber Verträge sind Verträge, hat sie auch nochmal wiederholt. Am nächsten Montag ist sozusagen Showdown, wenn die Finanzminister sich wieder treffen. Vielen Dank, Klaus Weber, für Ihre Einschätzung aus Brüssel.